Ich liebe es über alles, durch endlose Landschaften fernab der Zivilisation Fahrrad zu fahren. Kilometer weit, nichts, gar nichts. Alter, einfach geil. Ich will gar nicht aufhören zu fahren. Genau das hat mir auf der Radreise bisher so ein kleines bisschen gefehlt. Aber das sollte sich spätestens jetzt in Spanien ändern. Es wird halt zunehmend immer leerer und so richtig nichts halt. Bis zu diesem Punkt war es allerdings noch ein ziemlich weiter Weg und es sollte nicht so schnell gehen, wie ich mir das anfangs noch erhofft hatte. Ich bin jetzt seit exakt einer Woche in bzw. um Barcelona, aus mehreren Gründen. Huch! Hoppala! Was ist denn da passiert? Das, liebe Freunde, genau das und meinen Weg ins spanische Glück seht ihr jetzt in Teil 14. Let's go! So, moin Leute, wer von euch kleinen Mäuschen erinnert sich noch an Tag 1? Moin moin Leute, es geht endlich wieder los, die nächste Radreise steht an. Heute ist nämlich Tag 100, 100 Tage bin ich jetzt schon unterwegs. Heidanei, das ist schon eine ganz schön lange Zeit und das ist immer noch geil. Ich hoffe, der Ton ist gut und man versteht mich. Wenn der Ton schlecht ist, beschwert euch bei GoPro, für das sie so scheiß Zubehör bauen, dass es einfach den Geist aufgibt nach 3 Monaten. Naja, wow, guckt euch das an, schöne Stimmung da hinten. Heute wird richtig, richtig durchgezogen. Ja, hoffen wir, dass es nicht mehr regnet. Bis dann. So. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass meine Felge mit Speichen und neuer Kette eben in Barcelona angekommen ist. Voll geil, es ging schneller als gedacht. Sehr, sehr gut. Jetzt bin ich ein gutes Stück beruhigter. Ich habe noch 100 Kilometer jetzt. Das macht die alte auch noch mit. Schön, es geht wieder vorwärts. Da hinten, ne, sieht man so jetzt die Umrisse von Korsika. Oh. Das ist echt ein bisschen schade. Da wäre ich ja eigentlich auch noch hingefahren, wenn ich keine 4 Speichenbrüche gehabt hätte. Schade, schade, schade. Aber naja. Alter, das sind die Momente, ne? Aus dem Nichts. Ein astreiner Doppelbogen hier. Leider bin ich gerade auf der hässlichsten Hauptstraße ever. Aber wie soll man das erwarten? Trotzdem geil. Schön. Aber jetzt muss ich echt dringend Schlafplatz finden. Hui. So, Alter. Also das heute ist ganz heute ist schon wieder ganz schön knapp geworden mit der Schlafplatzsuche. Ich hatte erst so einen Platz am Strand, aber ich mag Strand nicht. Strand ist immer gefährlich. Strand kann immer irgendwer vorbeikommen. Deswegen habe ich jetzt hier so ein Stück Wald zwischen Straße und Strand. Aber es ist überhaupt keine Zufahrt zu irgendwas. Es ist wirklich einfach nur Wald und Forstweg. Es ist halt alles patschnass. Das ist halt ziemlich beschissen. Es tröpfelt auch schon wieder. Aber ja, was willst du machen? Gute Nacht, bis morgen, Leute. War ein schöner Tag 100. Auch wenn es viel gepisst hat, aber das Ende war mal wieder legendary. Oder wie ich eigentlich sagen müsste, es war einfach geil. Tschüss. So, moin moin, hier habe ich gepennt im übelsten Wald. Ziemlich geil eigentlich. Ja, für heute nicht so viel geplant. Jetzt geht's nur noch nach Sassari. Muss da ein Paket droppen, dann noch einen zweiten Fahnenmast kaufen. Weil er wird bald erweitert mit der 6. Flagge, mit der Spanienflagge. Und eine Sardinienflagge habe ich auch bestellt. Juhu, let's go. So, die letzten Kilometer auf Sardinien. Macht mich schon ein bisschen traurig, weil Sardinien war echt geil. Echt richtig geil.
Im Sommer wäre es mir hier zu warm, aber Frühling, Herbst, Winter, perfekt, Junge, einfach perfekt. Und es wundert mich, dass ich immer noch 35 Speichen habe. Jetzt in der Stadt war nochmal gut ruckelig, aber die Felge hat alles mitgemacht. Schön, 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 schön. Genießen die letzten Kilometer. Ich bin da, Barcelona. Hola, hola, chicas. Was geht dir ab, was geht dir ab? Das war ganz entspannt, noch 10 Kilometer durch die Stadt zu Julia. Puh, schauen wir mal, wie der Verkehr ist. Ich werde jetzt nicht mehr filmen, weil zu gefährlich. Tschüss, bis bald, Leute. Ich hoffe, ich überlebe. Ciao. Yo, moin, Freunde. Ich bin heute ein bisschen durch Barcelona geradelt. Auf ganz entspannt. Und wie das aussah, seht ihr jetzt. Barcelona zum Fahrradfahren, echt stabil. Von den südlichen Städten bisher echt die beste. Gibt so viele Radwege, es ist echt nice. Was heute noch ansteht, saufen. Es ist nämlich Halloween. Und ja, ein bisschen Party-Marty heute. Let's go. Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Denn wir können schon wieder laufen. Hola chicas, lang ist's her. Ich habe es länger nicht gefilmt. Ich bin jetzt seit exakt einer Woche in bzw. um Barcelona. Aus mehreren Gründen. Long story. Ich werde es nach und nach erzählen im Laufe des Tages. Fakt ist auf jeden Fall, ich mache heute wieder eine fette Tour. Auch wenn es nur eine 2-Tages-Rundtour wird. Aus dem Grund, dass ich ein weiteres Paket hier empfangen musste. Leider. Aber scheiß drauf erstmal. Ich zeige euch heute ein bisschen was von Katalonien. Let's go! Übrigens, heute Datum 6. November. Also, es wird auch hier in Spanien immer kühler und vor allem dunkler. Aber es ist immer noch sehr, sehr sonnig. Das ist der Unterschied zum deutschen Winter oder zum deutschen Herbst. Es ist einfach viel geiler hier. Let's go! So, Leute, könnte Zeit werden für die Story der Stories. Also, es war ja so, ging alles los auf Sardinien, wo ich 4 Speichenbrüche hatte. Und klar wurde, yo, ich brauche eine neue Felge. Die Felge dann nach Barcelona bestellt. Hat auch alles super geklappt. Neue Kette noch bestellt, neue Reifen. Und das lief auch alles nach Plan. Und dann hat sich leider herausgestellt, dass mein mittleres Kettenblatt auch komplett verschlissen ist. Ja, das hat man halt nicht gemerkt mit der alten Kette, weil die alte Kette sich halt da dran irgendwie ran geschmiegt hat. Aber mit der neuen Kette springt die Kette halt die ganze Zeit durch auf den mittleren Zahnkranz. Also der kleine und der große geht noch, deswegen kann ich auch relativ entspannt noch fahren, aber früher oder später muss ich das Ding austauschen. Ich hatte aber keinen Bock, dann weiter in der Stadt, in der Innenstadt zu bleiben. Bin trotzdem erstmal ein bisschen rausgefahren, 20, 30 Kilometer. Hab da 5 Fahrradläden abgeklappert. Keiner hat dieses Kettenblatt. Dann musste ich es halt wieder nochmal bestellen, leider. Dann habe ich halt wieder eine Adresse gebraucht, wo ich es hinbestellen konnte. Gott sei Dank habe ich einen netten Spanier kennengelernt vom Baumarkt, der hat mich angesprochen. So schaut's aus. Deswegen bin ich gerade so lange in Barcelona. Aber es geht bald weiter und ich habe anders Bock. Yo, ihr Ficker. Also es hat so gut 50 Kilometer gebraucht, um aus dem Ballungsraum Barcelona rauszukommen. Aber jetzt bin ich drin, Alter. Montserrat. Arschgeil hier. Arschgeile Nummer.
Puh, kaum Verkehr mehr noch. Alter, und es wird die ganze Zeit so sein, wenn ich wieder on Tour bin. So, ich denke, ich habe den Platz gefunden zum Bildzählen. Die Straße ist da vorne. Ein bisschen entlang gegangen. Hier geht so ein Feldweg zu so einem Strommast. Ja, der Spanier hat mir gerade noch gesagt, ich soll echt aufpassen beim draußen schlafen, wegen Wildschweinen hier. Die scheinen wohl ein bisschen aggressiver zu sein. Jedenfalls meinte er, es gab ein paar Reports, wo Leute von Wildschweinen angegriffen wurden. Ich habe auch schon Spuren gesehen hier von Wildschweinen, gar nicht mal so wenig. Aber ja, was soll ich machen? Der meint, die sind eh überall. Ich werde auf jeden Fall hier pennen und einfach mal schauen, wie es läuft. Bin gespannt. So, die Sonne ist weg. Wie spät ist es eigentlich? 5:30. Ja, moin. Alter Schwede, die Nächte sind echt lang mittlerweile. Es wird halt oberarschkalt. Ich denke an die 0 Grad auf jeden Fall. Bin gespannt. Ich habe alles angezogen. Ein Schlafsack sollte schon klar gehen. Gute Nacht, Freunde. Och, geil. Endlich wieder Abenteuer. Let's go. Jo, moin. Die Nacht war ruhig. Sehr, sehr ruhig. Nichts passiert. Die spanischen Radfahrer, die sind auch sehr viele Rennradfahrer, die sind echt ähnlich chillig wie die französischen. Also die grüßen einen echt oft. Haben aber mal immer wieder mal... Man hat immer mal wieder mal ein bisschen Smalltalk. Ach ja, bevor ich es vergesse, bei dem ganzen Fahrraddilemma, die ganzen Probleme und so weiter mit dem Laufrad, dies, das, wollte ich noch 3 Leuten explizit danken, die mir da den einen oder anderen Ratschlag gegeben haben, weil ich mich ja noch nicht so gut auskenne. Alter! Oh. Hier sind gerade Leute vorbeigefahren. Es riecht richtig. Die haben eine Graswolke hinter sich hergezogen. Oh, herrlich. Was ich sagen wollte, Max von Jodel, vielen Dank für deine Hilfe. Und dem Veit Peters, danke dir auch. Und natürlich noch meinem Dad. Und ja, ich habe mich da noch ein bisschen selber schlau gemacht und mich dann jetzt für eine andere 40 entschieden als Felge und 2,3 mm Speichen natürlich. Ich fahre keine Marathon Plus mehr jetzt, weil, weiß nicht, ich hatte ja diesen einen Sturz bei der Nässe. Ich weiß nicht, ob es an dem Plus liegt oder ob es allgemein an den Marathons, an der Gummimischung liegt. Wollte jetzt mal andere ausprobieren. Jetzt mal den normalen Marathon hinten drauf, ein bisschen fetter. Und vorne in so einem Marathon Tour, glaube ich. Marathon GT Tour. Schauen wir mal, ob es irgendwas bringt. So, let's go. Es wird langsam Zeit für den Schlafplatz. Hola! Also, mein mittleres Kettenblatt ist angekommen. Es ist da. Allerdings der Typ, wo ich es hingeschickt habe, der hatte halt gerade keine Zeit und jetzt macht der Bike Shop Siesta bis 17 Uhr. Ja, jetzt muss ich halt noch hier warten. Habe in der Zwischenzeit mal endlich, finally, meine Belege gewechselt. Die waren noch ein bisschen runter. Es wäre schon noch ein bisschen gegangen, aber ich wollte jetzt nicht gleich die neue Andra 40 übelst quälen. Denn das habe ich endlich gemacht. Speichen nachgezogen. Müsste alles passen jetzt. Ja, jetzt habe ich noch 2 Stunden Zeit. Ein bisschen chillen, ein bisschen abgammeln hier. Puh,
Freunde, ich bin frei. Die neue mittlere Kettenblatt, wie heißt eigentlich genau? Zahnring, keine Ahnung, ist drin. Und das Fahrrad läuft wieder 1A, alles funktioniert. Ich hoffe, es bleibt so. Leider wird es gerade schon hart dunkel, aber ich habe noch so Bock zu fahren. Werde ich wohl heute ein bisschen Nachtfahrt machen. Habe ich auch noch nie gemacht, why not? Wird interessant auf jeden Fall, dann einen Schlafplatz zu finden. Beziehungsweise ich glaube, es wird gar kein großes Problem, was zu finden, ne? Weil ich habe eine Stirnlampe und da, wo es leuchtet, sind Menschen. Und flachen Boden spürt man. Dazu muss man nichts sehen. Es wird nur, glaube ich, richtig geil, wenn ich da morgen aufwache und du hast keine Ahnung, wo du eigentlich so gerade pennst. Das könnte richtig lustig werden. Schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt eh keine andere Wahl mehr. Let's go. So, ich bin jetzt raus aus der Stadt. Wie man sieht, sieht man nichts. Es ist stockdunkel, aber es ist irgendwie geil. Es ist richtig geil. Ich habe mir jetzt aus praktikablen, offensichtlichen Gründen doch einen Park for Night Spot rausgesucht mit Bild, damit ich wenigstens sehe, wie es da ungefähr aussieht. Sonst wäre es, glaube ich, schon ein bisschen kritisch. Ja, da fahre ich jetzt hin, ist nicht mehr so weit. So 15 Kilometer noch. Im Endeffekt ist es jetzt egal. Dunkler als jetzt wird es nicht mehr. Nice. Schön auch mal sowas gemacht zu haben. Jo, ich glaube, die Aussicht, die man von hier hätte, wäre schon echt ziemlich geil. Leider sieht man nur die Lichter, aber ist auch mal was anderes. Und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber die Spanier, die fahren so chillig. Es ist so geil. Es ist echt wie in der Schweiz. Die fahren teilweise ewig lang hinter mir her, bis sie sicher überholen können. Das ist mir in Italien vielleicht einmal in 2 Wochen passiert. Es ist schon echt ein gewaltiger Unterschied. Hätte ich nicht gedacht. Nice, wie Chris sagen würde. Gruß geht raus. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Ich bin jetzt echt am Arsch der Welt hier. Ich habe keine Ahnung, was hier ist. Ich glaube, hier sind so ein paar Weinberge. Und auf dem Spot, dem Park von Night Spot, da stehen einfach schon 2 andere Autos. Kannst du dir nicht ausdenken hier. Aber naja, ich bin jetzt einfach ein paar Meter weiter runter und scheiß drauf, ich chill jetzt hier unten. Ach, beste Leben, oder? Jetzt noch schön Bierchen trinken und neues Video von Chris. Let's go, Digga. Oh, moin, moin, Leute. Ich zeige euch jetzt mal, wie das hier alles aussieht. Guckt mal her. Arschgeile Nummer. Und arschkalt ist es. Huh. Schnell weg. Holla, Tour läuft gut, geil, ich bin ends am Durchziehen gerade, ich habe übertrieben hart Bock. Es geht zwar irgendwie nur bergauf, aber ja, so ist das, wenn ich ins Hochland will. Hochland ist hoch, ne? Muss ich erstmal hoch. So ist das Leben, ne? Jetzt geht's bergauf und dann geht's bergab. geil! Jo, also ich bin jetzt, denke ich, angekommen auf dem Land. Hier ist kein Schwein mehr, hier ist nichts los. Es ist extrem ruhig. Auto alle 10 Minuten, Dorf alle 20 Minuten. Geil. Boah, es ist so schön, wieder einfach fahren zu können. Ohne Sorgen im Kopf, ohne Termine, ohne alles. Einfach geil. Aber es kommt ein Tiefdruckgebiet vom Mittelmeer, leider. Man sieht es auch schon da hinten leicht, sehr bewölkt. Könnte Regen geben. Und ja, mal schauen. Jo, hier schaut so aus, als hätte es hier mal ordentlich gebrannt. Es riecht auch so. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir sowas sehen.
Aber ja, gut, dass November ist. Ich glaube, jetzt brennt nichts mehr. Das, die Dörfer hier teilweise sehen einfach so richtig verlassen aus. So wie Geisterdörfer oder sowas. Und der Typ gestern, Isidre, hat gesagt, dass im Hochland, da sind auch keine Leute mehr, weil die alle entweder gestorben sind oder weggezogen. Und deswegen sind da anscheinend so lauter Geisterdörfer oder so. Aber ich bin ja noch gar nicht im Hochland. Das kommt ja erst noch. Und es ist hier schon so ausgestorben. Locker, es kam jetzt 20 Minuten lang kein Auto. Ich habe keinen Menschen gesehen. Heftig, aber ultra geil. Hat schon was. Alter, komplett crazy. Zieht euch mal diese Aussicht hier rein. Bei diesem fetten Licht. She is driving a car through the desert. There's a fire that burns in her soul. And she gets everything she desires. She's like a rolling stone. Alter, einfach geil. Ich will gar nicht aufhören zu fahren, aber ich sollte mir langsam einen Schlafplatz suchen. Alter, ist anders krass. Am Anfang bei Barcelona alles grün und so und auf einen Schlag. Nach diesem abgebrannten Gebiet sieht alles komplett anders aus. Heftig. So, also bezüglich Schlafplatz. Hier ist alles Landwirtschaft. Überall Olivenbäume und so Zeugs. Was jetzt nicht schlimm ist, es gäbe Möglichkeit 1, wäre hier. Hier hat man eine ziemlich geile Aussicht nach da. Aber hier führen so mehrere Feldwege zusammen. Oder eben zweite Möglichkeit, hier. Ja, hier sind ganz viele Forstwege und ja, hier fühle ich mich irgendwie ein bisschen sicherer. Auch wenn hier überall wieder diese Patronenhülsen rumliegen. Heißt, hier wird ordentlich geballert. Aber ich habe noch keinen Schuss gehört. Und ich frage mich mal, was sie jagen. Ich glaube, ich weiß es jetzt. Hier sind ein Haufen Hasen rumgelaufen. Vielleicht jagen die Hasen oder die Wildschweine. Ich hoffe es eher unwahrscheinlich, dass die mich hier abknallen. Ich bin hier relativ versteckt. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Was für ein geiler Tag. Absolut geil. Thinking this is the time of your life. Cause she's making you feel like a hero. She's saying you are mine, mine, mine. She's like a rolling stone. Yo. Ich nehme ja echt jeden Abend, nehme ich mir immer wieder vor, yo. Was ich sagen wollte, aber der Akku ist leer gegangen. Ich nehme mir jeden Abend immer wieder vor, richtig früh aufzustehen, vor Sonnenaufgang und dann so richtig früh loszufahren, richtig viel vom Tag zu haben. Und jedes Mal penne ich einfach bis 9, halb 10 sowas. Ja, jetzt ist 10 oder so, bin weiter unterwegs. Es ist gar nicht so kalt, wie man denkt, aber es ist immer noch kalt. Ja, ist immer noch geil. Heute wieder fette Tour geplant. Let's fucking go. So, Frühstück heute. Haferflocken mit Milch, Nüssen und Banane. Habe ich noch nie gemacht so. Habe ich aber in Barcelona bei Julia haben die das gemacht. Das ist echt geil. Voll einfach. Und ordentlich Kalorien. Warm. Kannst alles reinhauen. Geil. Aber die Trinkwasserstelle hier ist trocken. Das habe ich ein kleines Problem. Also kein Problem, aber langsam. Heftigen Trinkwassermangel, aber ist nicht so schlimm, weil, wow, Bruder, was für eine... Ah.
Piss dich. So, vorher, da war so ein riesen fettes Hummelding, Alter. Ich hab richtig Angst vor solchen Dingern gehabt. Deswegen ist die Aufnahme abgebrochen. Ja. Was soll ich sagen? Ist schon nice. Ist heute nicht so abwechslungsreich wie gestern. Es wird halt zunehmend immer leerer und so richtig nichts halt. Jetzt haben wir dann im Hochland. Wird es dann richtig extrem, aber ich habe heftig Bock drauf. Weil sowas hatte ich auf der Reise jetzt noch gar nicht. Das ist wirklich kilometerweit nichts. Gar nichts. Da freue ich mich drauf. Aber es ist noch ein Stückchen. Noch sind hier immer noch einige Dörfer ab und zu. Deswegen jetzt kurz Pause und dann weiter durchziehen. Also es geht jetzt straight rein. Straight rein. Da vorne in diese ganzen Berge. Es sieht schon so nach Hochland aus, aber ich glaube, das ist noch nicht. Muss später nochmal auf die Karte schauen. Kein Plan, wo ich gerade eigentlich bin. Es ist auf jeden Fall schon geil. Es ist schon echt komplett anders als so die letzten Monate. Der Reisestil jetzt hier in Spanien durchs Hochland wird nochmal ein anderes Level. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Yo, ich mache heute ein bisschen früher Feierabend. Was heißt früher? Die Sonne geht in einer halben Stunde unter, glaube ich. Und ja, hier ist es gerade halt endideal. Ich bin hier unten und da ist die Hauptstraße. Forstweg rein und der geht da hinten rum zu so einer, keine Ahnung, verlassenen, zerfallenen Kirche oder so. Da stelle ich jetzt einfach mein Zelt hin. Hier hat man auch eine schöne Aussicht. Auf jeden Fall besser als da unten am Fluss, da wäre es nämlich auch gegangen. Aber da ist übel viel Müll. Deswegen immer dahin gehen, wo es ein bisschen schwerer ist, hinzukommen. Da ist auch meistens weniger Müll, weil da weniger Leute hingehen. Der Mensch ist faul. So ist es. Nun denn, morgen wird dann wieder fett geballert. Heute nicht so viel. Dann geht's morgen erstmal mit einem fetten Anstieg rein in den Tag. Wird mir schön warm. Sehr gut. Adios. Moin Leute, hier ist Zukunfts-Danny, aber noch nicht abschalten, ganz wichtig, es gibt noch ein paar Dinge zu sagen hier und zwar gibt es jetzt unter anderem eine Spotify-Playlist mit der ganzen Musik, die ich jemals verwendet habe in dieser tollen Serie Radreise Unlimited. Also wenn euch die Mucke taugt, checkt mal in die Beschreibung, da ist jetzt ein Link drin zur Spotify-Playlist. Was noch neu ist, es gibt jetzt auch endlich eine Equipment-Ausrüstungsliste, wo ich genau reingeschrieben habe, was ich alles verwende. Also Camping-Equipment, Kamera, Elektronik, Hygienezeugs und auch alle Fahrradkomponenten findet ihr hier auch in der Beschreibung. Da gibt es ein Dokument. In diesem Dokument sind auch Amazon-Links drinne. Das sind sogenannte Affiliate-Links. Also wenn ihr über diese Links etwas kauft. Und das muss nicht mal das verlinkte Produkt sein. Das kann auch irgendwas anderes sein, was überhaupt nichts mit der Liste zu tun hat. Dann entsteht kein Nachteil für euch. Aber ich verdiene ein kleines bisschen an Provision. Es ist quasi Win-Win-Situation. Wir können somit Amazon ein bisschen was abknüpfen. Wenn ihr sowieso was dort gekauft hättet, dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, das jetzt über diese Links machen und sichert damit wieder die weitere Produktion von Videos. Ich bin gerade hier irgendwo in einem dieser Häuser und ja, bin wieder am Schneiden und ja, ich muss mich wieder bei ganz vielen Leuten bedanken. In den letzten 3 Wochen ist es fast her, sind wieder einige Spenden reingekommen. Ich danke vor allem dem Peter, dem Max, dem Jürgen, der Heinz, der Richard, der Sebi von Puls, Gruß geht raus. Die Nicole, Ronny, Andy, mein guter Freund, der Carsten, dann Jens, Verena und Domi. Oh Gott, ich hoffe, man spricht, ich weiß nicht, ob es Domi oder Domi. Ich danke euch auf jeden Fall, der Oliver, Martin,
Gida, Frank, Robert, Christian, Jan aus der Schweiz. Grüße in die Schweiz. Ich danke euch sehr. Dann haben wir noch Michael, Bianca und Stefan, den Moritz, die Dachau-Crew mit Mattel und ein Teufelhard wieder am Start. Ich danke euch. Oma, ich danke dir sowieso. Dann nochmal Andy und Reinhard, Annika, meine Schwester, ich danke dir. Und Johannes und Jörg. Jörg war wieder fett dabei. Jörg, bester Mann. Jonas, Felix, Eva, Achim, Claudi und Wolfi. Ihr seid die Besten. Und natürlich auch Dank an alle, die auch immer kommentieren und fleißig Daumen hoch geben. Das ist wirklich der absolute Hammer. Was ich auch noch sagen wollte, ich bin so dankbar. So dankbar, dass ich überhaupt das Privileg habe, hier so eine Reise machen zu können. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder nächste Woche, nächsten Sonntag, wenn es dann richtig reingeht ins spanische Hochland. Und ja, es wird auf jeden Fall krass. Wir sehen uns. Ciao, ciao.